Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Das schwarze Auge Satinas Ketten. In der letzten Folge haben wir die Eichblattqueste gewonnen, wurden zum König vorgelassen, der hat uns wiederum direkt einen Auftrag gegeben, und zwar sollten wir die Krähen aus dem königlichen Gästezimmer entfernen, verscheuchen, wie auch immer man es nennen mag. Das ist uns nicht ganz so gut gelungen und während wir das versucht haben, hat Geron eine Art Rückblende erlebt. Er hat sich erinnert oder hatte eine Vision, wie auch immer man es nennen möchte. Und zwar hat er sich erinnert, wie der Seher verbrannt wurde. Er war bei der Hinrichtung anwesend und wurde dann beschuldigt von wegen, du bringst das Ende. Woraufhin sich jetzt die Bürger der Stadt dementsprechend Geron gegenüber verhalten. Worüber ich ja schon ganz, ganz oft diskutiert habe, weil irgendein komischer Kerl daherkommt und sagt, du bringst das Ende, behandeln sie ihn jetzt wie Dreck. Was nicht unbedingt angemessen ist. Vor allem wurde auch nicht gesagt, wessen Ende er bringt, oder du bringst das Ende der Stadt, du bringst das Ende von das Ende der Welt. Nein, du bringst nur das Ende. Das kann ja durchaus ein gutes Ende sein. Du bringst das Ende einer Hungersnot, du bringst das Ende einer Meuchelserie, wie auch immer. Aber nein, die Bewohner mussten es ja direkt negativ ausleben. Weil ja ein angeblich so böser Seher es gesagt hat. Ich glaube immer noch nicht ganz, dass der Seher so böse war. Zumindest habe ich bis dahin noch keinerlei Beweise gesehen. Und ich glaube erst, dass er böse war, wenn ich Beweise habe, dass er Böses getan hat. So, auf jeden Fall sollten wir jetzt bis zur Abendstunde, also bis 6 Uhr abends, glaube ich, war es, die Krähen aus dem Gemach vertreiben. Und Geron hat vorgeschlagen, wir sollen doch mal zu Quindling, also seinen Lehrmeister, gehen. Ob der vielleicht schon etwas herausgefunden hat. Und das werden wir jetzt tun. Hier spielt immer noch die Musik. Wir müssen aber zum Nordtor. Und die beiden Idioten hier hinten sind weg. Olgiat und der andere. Die Schweine sind auch satt. Und wir gehen mal rein in die Werkstatt. Und ich dachte, Vogelfänger fangen die Vögel und bringen sie entweder um, oder lassen sie wiederum frei. Aber offenbar sperren sie sie auch einfach ein und behalten sie als Haustiere. Oder als Köder für größere Vögel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Quindling, wir sind wieder da. Geron, du kommst genau richtig. Ein Stimmungswechsel beim Alten? Das kann nicht gut sein. Du musst eine Fee für mich fangen, so schnell es geht. Eine Fee? Was ist in dich gefahren? Es bleibt keine Zeit. Hilf mir. Eine Fee sollen wir fangen? Da habe ich aber gar kein gutes Gefühl dabei. Muss ich das machen? Muss ich der Fee dann wehtun? Ich will der Fee nicht wehtun. Ich will sie auch nicht einsperren. Warum eine Fee? Wozu brauchst du eine Fee? Soll sie für dich die Krähen vertreiben? Ich mag mich irren, aber der Seher ist vielleicht zurück. Wieder diese Schauergeschichte? Du sprichst in Rätseln. Hilf mir lieber, die Krähen aus dem königlichen Gästezimmer zu verjagen. Später.
Tu jetzt einfach, was ich dir sage. Okay, der Seher ist vielleicht zurück. Wie gesagt, ich glaube bisher noch nicht, dass er wirklich böse ist. Bisher ist mir auch noch nichts Böses begegnet, außer diesen bescheuerten Stadtbewohnern, die Geron als Unheilbringer irgendwie verteufeln. Gut, die Krähen benehmen sich natürlich seltsam. Ohne Frage. Aber ich wäre wahrscheinlich auch sauer. Hätte man meinen Meister, der Seher war ja, glaube ich, so der Meister von den Krähen, hätten man meinen Meister einfach ohne Grund so umgebracht, nur weil irgendjemand, irgendein Depp gesagt hat, er entführt Kinder. Falls es nicht stimmt. Von daher könnte ich die Krähen da verstehen, wenn sie ein bisschen sauer sind. Seher und Fee, Rückkehr des Sehers und Quindings Rolle. Woher weißt du so viel über den Seher? Ich habe damals die Helden zu ihm geführt. In sein Versteck im Steineichenwald. Du warst Teil der Heldenqueste? Jäger und Fährtenleser. Wir haben ihn gefangen und später verbrannt. Und jetzt sind der Ritter und die Magierin tot. Vertrau mir, dann wird alles gut. Ich sag's doch, alle, die den Seher irgendwie haben sterben sehen, beziehungsweise haben ihn sogar gefangen und dorthin geschleift zu seiner Hinrichtung, die sterben. Das heißt wohl, Quindling wird der Nächste sein. Juhu. Wenn wir nicht vorher etwas dagegen unternehmen. Vertrauen. Warum hast du mir von all dem nie erzählt? Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Offenbar war sie das nie. So, Seher und Fee. Was hat denn eine Fee mit dem Seher zu tun? Nicht eine Fee. Die Fee. Du musst sie fangen, bevor es jemand anderes tut. Was kümmerte den Seher die Fee? Nur sie kann die Macht der Zauberharfe entfesseln. Kein Mensch, auch der Seher nicht, kann sie spielen, ohne zu sterben. Bei den Göttern. Wenn er zurück ist, wird alles wieder beginnen. Du sprichst in Rätseln, alter Mann. Was wird wieder beginnen? Und dann ist das hier hinten die Harfe, nehme ich an. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, es sieht für mich wie eine Harfe aus. Gut, wie eine Muschelharfe, aber wie eine Harfe. So, Macht der Harfe. Welche Macht besitzt die Harfe? Niemand weiß es. Doch wenn die Harfe erklingt, wird Andergast untergehen. Deshalb fang die Fee. Sie ist der Schlüssel. Seher und Harfe. Was wollte der Seher mit der Harfe anstellen? Er begehrte sie, denn sie war das Tor zu seiner Macht. Oder zumindest glaubte er das. Okay. Inwiefern war sie das Tor zu seiner Macht? Ich meine, ein Seher kann in die Zukunft sehen, so viel verstehe ich. Aber was hat eine Harfe damit zu tun? Die Zeichnung, genau. Ist sie das hier auf der Zeichnung? Sie könnte so aussehen. Wer weiß das schon? Okay. Wir müssen wohl eine Zauberharfe finden. Was ist das für eine Zauberharfe? Ich weiß es nicht. Sie stammt angeblich aus dem Feenreich. Und die Rückkehr des Sehers? Wieso sollte der Seher zurück sein? Er ist doch tot. Wir alle haben ihn sterben gesehen. Aber jetzt sind nicht nur die Krähen zurückgekehrt. Sondern auch die Elstern? Morde, Geron, wo keine geschehen dürfen. Erst Ritter Olderich, jetzt Magistra Dorota. Sie hatten den Seher auf den Scheiterhaufen gebracht. Wer weiß, was noch geschieht. Magister Dorota? Irgendwie erinnert mich der Name so ein bisschen an den Hasen aus The Night of the Rabbit. Okay, Krähenmittel. Wie hast du diese Krähe dort gefangen? Ein besonderer Lockstoff. Doch dazu braucht es von Feenmagie berührtes Wasser. Ich müsste also sowieso dorthin, wo die Fee lebt? So ist es. Fange ich die Fee? Hilfst du mir mit den Krähen des Königs? Versprochen. Nur beeil dich. Das musst du mir nicht sagen. Ich möchte keine Fee fangen. Na gut, man kann sie ja wieder freilassen. Und vielleicht kann man mit ihr reden, dass sie freiwillig mitkommt. Obwohl Feen eher sehr scheue Wesen sind.
Was muss ich tun? Feenmagie und Krähen. Und mit diesem Feenwasser kann ich meine Krähen fangen? Ja. Alle anderen Zutaten lassen sich leicht finden. Wunderbar. Der König wird staunen. Ihr wollt jetzt echt eine Fee fangen, nur um diesen blöden König zu imponieren? Mann. Also gut. Wie fange ich eine Fee? Die Fee lebt in einem Versteck im Steineichenwald in der Nähe eines alten, aber verschlossenen Feentors. Suche etwa 2 Meilen nördlich des alten Fingers, wo die Einbeeren blühen. Wenn du den großen Wasserfall hörst, bist du richtig. Ach, das finde ich. Locke die Fee am besten mit einem Flötenspiel aus ihrer Höhle. Sie ist neugierig, aber auch vorsichtig. Und dann fange ich sie in einem Käfig. Feen können tückisch sein. Lass dich nicht von ihr verzaubern. Keine Sorge. Hat sie Flügel, fange ich sie. Eine Fee ist doch kein Vogel. Aufbruch. Ich bin jetzt auf dem Weg. Du darfst nicht versagen. Ich darf nicht versagen. Na toll. Ich will keine Fee fangen. Ich will keine Fee fangen. Die arme Fee. Darf ich den Käfig mitnehmen? Der ist hier wieder heil. Wie es aussieht, hat Gwendling alles wieder gerichtet. Ist der Käfig repariert? Ja, und pass in Zukunft darauf auf. Mach ich. So, gibt's hier noch etwas? Das Bild. Gwendling und der Kolben. Aber ich schätze, mit dem kann ich momentan noch nichts anfangen. Es behagt mir immer noch nicht. Aber auf mich hört ja niemand. Also, was mir auch schon eben aufgefallen ist, dieses Zeichen, das sieht fast aus wie ein Phönix, das Zeichen auf der Tür. Gut, so werden wohl die Vogelfänger generell markiert, aber ich find's sehr schön. Doch, gefällt mir. Ich nehme an, ich muss hier raus. Genau. Also dann. Heda! Oh, das tut mir leid. Was? Nichts. Du machst das gut. Üb ruhig weiter. Ich bin gar nicht da. Du bist ganz allein im Wald und niemand ist da, um dich zu beurteilen. Auch ich nicht. Ich bin schon weg. Das muss sie sein. Halt, warte. So, Errungenschaft freigeschaltet in die weite Welt. Und die kleine Fee hat sich gemeldet. Und ihr scheint das Flötenspiel nicht so ganz gut zu gefallen. Komm doch raus. Wer? Na du. Wer ich? Du bist doch allein. Ich bin nicht allein. Du bist hier. Und wer noch? Niemand? Aha. Wärst du ein Freund des Waldes, sie wären alle da. Die Mooskrokodile und die Haselnusshörnchen. Der Kieselkranich würde dir zu Ehren aus dem Himmel nieseln. Und die Holzfüchse ein herrliches Feuer veranstalten. Alle würden tanzen. Was? Aber da du kein Freund des Waldes bist, sind sie alle zu Hause geblieben. Wie werde ich ein Waldfreund? Wäre ich ein Freund des Waldes, kämest du dann heraus? Ja, dann hätten wir etwas, worüber wir reden könnten. Ansonsten stünden wir nur schweigend herum. Und um ein Freund des Waldes zu sein, muss ich Freunde haben.
Richtig. Harzmäuse zum Beispiel. Oder Papierfinken. Und wo finde ich sowas? Wer keine Freunde hat, der muss eben welche erfinden. Was hat Gwendling mir hier bloß aufgehalst? Ich mag sie jetzt schon. Ich denke, ich werde nicht nochmal nachfragen, da wird wohl nichts Neues dabei rauskommen. Bin gleich zurück. So. Lass uns Freunde erfinden. Eine Niete habe ich noch dabei, ein Gehstock. Hallo, Schnecke. Sonderbares Schneckenhaus. Wie ein elfisches Füllhorn aus den alten Geschichten. Ups. Vielleicht steckt dir mal so eine Schnecke in die Tasche. Du kannst doch Dinge zerstören. Kannst du den Stock zerstören? Von den Hexen erzählt man, dass sie Holzstecken zum Leben erwecken. Warum kann ich sowas nicht? Ich kann sie nicht zerstören. Dann schauen wir uns weiter um. Baumhöhle. Ja, da wird sie aber nicht rauskommen. Nicht so schnell. Laubhaufen. Dann muss ich wohl im Laub wühlen. Au! Keine Fee. Nur ein Igel. Igel essen doch Schnecken, oder nicht? Eine Schnecke würde dir doch schmecken. Er scheint sie zu mögen. Aber er hat zu viel Angst. Schnecke in den Käfig und den Käfig davor? Dann haben wir zumindest einen Igel. Wow, du bist ein großer Igel. Gut. Vielleicht gibt sich Gwendling auch mit einem Igel zufrieden, falls ich die Fee nicht fange. Ich fürchte, das wird nicht klappen. Den Stock können wir nicht mehr nehmen, nein. Schade. Dann wühlen wir noch einmal im Laubhaufen. Keine Fee. Nichts. Gut, dann haben wir jetzt den Igel im Käfig. Das hast du davon, Stachelmännlein. Du darfst unsere Gäste nicht immer stechen. Kein Wunder, dass uns niemand mehr besucht. Sie ist wirklich lieb. Oh, Igelstacheln haben wir jetzt. Wenn wir etwas Kleister oder sowas hätten, wäre das gut. Dann könnten wir nämlich die Igelstacheln hier an die Niete kleben und dann hätten wir eine Figur. Ich kenne das zwar nur mit Kastanien und mit Stöckchen, aber so dürfte das ja auch funktionieren. Haben wir hier noch was? Ah, da hinten. Kastanienzweig. Okay. Nimm dir ruhig. Davon habe ich ganz viele. Das ist lieb. Dankeschön. So, Kastanien und Igelstacheln. Locke die Fee mit deinem Flötenspiel aus ihrer Höhle. Meisterhaft, Gwendling. Also gut. Das hierhin. Das dahin. Wir basteln Kastanientierchen. Das dorthin. Juhu. Kastanienmännchen. So, das Kastanienmännchen. Wo können wir das hinstellen, damit sie es auch sieht? Im Igel? Ich glaube nicht. Zur Baumhöhle? Hallo? Igel präsentieren. Schau, der Igel hier. Der ist mein Freund. Aber du musstest ihn einsperren, damit er bei dir bleibt. So behandelt man keine Freunde. Das war klar. Kastanienmännchen präsentieren. So, hier. Ein Kastanienkönig. Ein König? Wirklich? Ja, ihr... herrscht über das Reich der Kastanien und er ist mein Freund. Es ist mir eine Ehre, eure kleine Majestät. Geron hier ist mein liebster Freund des Waldes, werte Fee. Ihr dürft beide eintreten.
Sie ist echt niedlich. Und ich bin sehr gespannt, wie sie aussieht. Wer sagt's denn? Sie sagt zum Kastanienmännchen kleine Majestät. Ich dachte eigentlich, eine Fee wäre ungefähr in der Größe von so einem Kastanienmännchen. Aber das heißt dann, sie müsste ja größer sein. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Was für ein seltsamer Ort. Puppen aus Knollen, mit Blätterhüten. Aber wo ist jetzt die... Hallo. Ich bin Nuri Darinella Wanda. Und das hier sind Frau Grimbald, Flinkel und Hinkel, die Rübengeister und Plapperapp. Du kannst mich aber auch Nuri nennen. Was guckst du mich so an? Bist du... verliebt? So ein Mist. Ich dachte, du wärst eine Fee. Der ganze Unsinn, alles umsonst. Natürlich bin ich eine Fee. Was soll ich sonst sein? Du bist ein Mensch, genau wie ich. Du bist viel zu groß für eine Blütenfee. Und eine menschengroße Fee... verwandelt dich gleich in einen Rettich, wenn du nicht sofort still bist. Oh nein. Die Puppen, sie... nein, bitte. Bitte tu es nicht. Ich bin nur ein einfacher Vogelfänger. Woher sollte ich das wissen? Ich mache doch nur Spaß. Ich kann niemanden in einen Rettich verwandeln. Ich kann überhaupt nichts mehr verwandeln. Aber du bist eine Fee? Ja, warum? Okay, dein Name ist Nuri. Gut, dass ich dich Nuri nennen darf, weil Nuri... bla bla bla... Ist für mich jetzt schon wieder nicht ein. Dein voller Name. Gut. Aber Georn war genauso überrascht wie ich, dass sie menschengroß ist. Irgendetwas scheint nicht zu stimmen mit ihr. Und irgendwie diese Knollenpuppen sehen auch sehr danach aus, als würde sie sich Freunde erschaffen. Und als wäre sie ziemlich einsam. Und dann fragen wir mal nach, was los ist. Okay, ich würde gerne nachfragen, was los ist, aber Gero möchte nicht mal nachfragen, was los ist. Er möchte nur, dass sie mitkommt. Willst du mich begleiten? Wieso? Willst du mir deine Welt zeigen, wo überall Menschen sind? Ja. Und Dächer aus Holztafeln? Genau, die kann ich dir zeigen. Oh, wunderbar. Aber nein, ich kann doch gar nicht fort. Ich muss hier beim Feentor bleiben. Okay, vielleicht ist das das Problem. Sie kann nicht fort und deswegen hat sie keine richtigen Freunde mehr. Aber es muss auch einen Grund geben, warum sie so groß ist und warum sie am Feentor bleiben muss und warum sie keine Magie mehr wirken kann. Gut, vielleicht finden wir das in der nächsten Folge heraus. Von daher, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.